Ey, Chat, passt auf. Also, wir haben Folgendes gemacht. Ich habe euch folgende Aufgabe heute auf Instagram gestellt. Ich habe euch gesagt, ey, pass auf, stellt mir Fragen. Stellt mir Fragen, die ich hundertprozentig ehrlich beantworten muss. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen komplett 100% ehrlich in die Frage, ins Q&A rein, Chat. Ich mache das jetzt. Ich habe sowas so ehrlich, glaube ich, noch nie gemacht. Wir machen es jetzt auch on-stream. Das heißt, wenn später was rausgeschnitten ist, dann könnt ihr später im VOD euch reinziehen. Grüße geht raus, wird ein YouTube-Video. Ich würde sagen, wir fangen an. Leo Flurry hat geschrieben, könntest du deinen Lebensstil beibehalten, wenn du jetzt mit YouTube, Twitch und Co. aufhörst. Also ich sag's mal ganz ehrlich, so wie es ist. Ich glaube, durch passives Einkommen, was ich habe, durch Immobilien und Investments und Firmenanteile und so weiter und so fort, wahrscheinlich schon. Liegt aber auch daran tatsächlich, dass mein Lebensstil einfach nicht so krass ist. Meine Wohnung kostet 2,5 im Monat. Ich wohne in der WG mit einem Kollegen und meinem Bruder zusammen. Ja, anyways, ist es halt so, dass ich einfach nicht so einen krassen Lebensstil habe momentan und nicht so viele laufende Kosten für mich persönlich habe. Würde ich ja mit YouTube und Twitch und Co. aufhören, würde ich auch meine Mitarbeiter entlassen. Das ist momentan meine größte finanzielle Belastung. Also wahrscheinlich, to be honest, schon, weil ja auch diese ganzen Kanäle weiterhin irgendwie Geld abwerfen werden und ich auch einfach ja da eine Bibliothek habe, die wahrscheinlich jeden Monat immer noch 5 Millionen Views an sich pullt. So deshalb. Lief was mit deiner Ex auf Madeira? Also ich sag's mal so, obviously not. So Jody und ich sind sehr gut befreundet, aber nein, da lief absolut gar nichts. Wir haben in zwei verschiedenen Betten natürlich auch gepennt. Überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Also wirklich, wirklich natürlich nicht. Mit wie vielen YouTuber... Innen hattest du was? Streamer, YouTuberinnen setze ich jetzt an der Stelle mal gleich. Ich bin auch ganz offen und ehrlich. Ich sag's mal so, unter 10 und wahrscheinlich über 5. Ja, über 5, unter 10. Die genaue Zahl kann ich euch nicht genau, also weiß ich tatsächlich nicht genau, müsste ich jetzt wirklich ein bisschen überlegen so. Aber ja, also ihr müsst halt so sehen, man bleibt in seiner Bubble-Chat. So, man bleibt in seiner Bubble. Hatte was, ist jetzt auch nicht sexuell, sondern auch mal maybe nur rumgemacht und so weiter und so fort. Auf einer Party mal irgendwann irgendwie. So, man bleibt halt in seiner Bubble irgendwie und es passiert halt irgendwie mal, ne? Ist auch kein Weird Flex. 7,5 ist die Antwort, ganz genau. Hattest du schon was mit Reefed? Nein. Also mit Antonia hatte ich noch nie irgendwas in irgendeiner Art und Weise. Antonia ist wirklich der absolute Überbro. Ich schwöre, ich liebe Antonia auf eine Art und Weise. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Antonia ist so eine korrekt coole Person. Warum jetzt Kappas in den Chat? Was soll die Scheiße? Wir haben gesagt, wir sind ehrlich hier heute, Chat. Wir sind ehrlich. Antonia ist eine sehr, sehr korrekte Person. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Hab sie sehr schätzen gelernt über die Zeit. Eine krank talentierte Person, was auch Musik und sowas angeht. Also wir viben auf einem anders kranken Level. Aber ich hatte noch nie was mit Antonia. Das wird auch nicht passieren. Weil wir einfach too good friends und so. Ist einfach so. Wir haben ein bisschen rumgejoked und rumgememt mit diesem Kussding. Alles funny, haha, hihi. Hört auf, Kappas zu spam, Chat. Was soll die Scheiße? Aber no, no. Da, nein, nein, nein. Was war denn, wann war dein letztes ernsthaftes Date? Gestern Abend. Hattest du Gefühle für Toni? Nein, an der Stelle absolut auch nicht, Digga. Absolut auch nicht, Chat. Wie gesagt, also auf einer freundschaftlichen Ebene, no joke. Ich liebe Antoni auf einer freundschaftlichen Ebene extrem so. Wir sind wirklich einfach krass, krass gut am Viben. So, das ist insane, wie wir beide so abspacken können. Das funktioniert mit Ani beispielsweise auch sehr, sehr gut. Aber nee, also nicht, dass ich da irgendwie Gefühle oder sowas gehabt hätte. Nee, 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 nee. Hast du eine geheime Freundin? Na, nee, 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 hab ich nicht. Also, ich bin weiterhin tatsächlich Single. Und würde auch tatsächlich ehrlich sagen, ich suche jetzt nicht aktiv nach irgendwas Festem. Ich habe ein sehr gutes Gespräch mit Anni darüber geführt, so. Es ist halt so, dass, wenn sich sicherlich irgendwie was ergeben würde, dass ich da nicht verschlossen bin und auch sicherlich Lust hätte. Ich würde dazu niemals Nein sagen. Aber ich bin jetzt nicht so krank auf der Suche und muss jetzt unbedingt eine feste Partnerschaft oder eine Beziehung haben. So, ich bin happy, so wie es gerade ist. Es ist echt cool. Digga, no, I don't think so. Willst du wieder eine Freundin, Bro? Ja, ähnliches Thema wie gerade. Guck mal, das Ding ist, Chat, das mag jetzt ein bisschen weird klingen. Auf der einen Seite denke ich mir übertrieben, ja, ich hätte gern abends einen Menschen, mit dem ich nebeneinander liegen kann, mit dem ich einschlafen kann, Interessen teile und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite denke ich mir auch wieder, kann ich gerade einer Person das geben, was eine ernsthafte, erwachsene Beziehung von mir abverlangt. Wahrscheinlich schwierig, weil ich immer noch sehr, sehr viel Business am Start habe, sehr, sehr viele Sachen nebst Twitch und YouTube noch mache. Gibt die Tage auch nochmal ein Video zu. Sehr, sehr interessant. Zwei Firmengründungen stehen an. Gestern noch einen Notartermin gehabt. Sehr, sehr coole Sachen, die mir sehr viel Spaß machen, die ich nicht aus Geld oder sonst was mache, sondern einfach, weil ich leidenschaftlich bei den Projekten dabei bin. Und ich denke mir dann immer, boah, wenn ich viel unterwegs bin und so, ist das dann machbar? Ich glaube, das ist sehr schwierig, da einen Pass das Match zu finden. Aber ich verschließe mich da nicht und bin immer eigentlich offen, ne? Hattest du schon mal einen Dreier? Ich weiß nicht, Chat, ob ich schon mal meine Story dazu erzählt hatte.
Ich hatte noch keinen Dreier, aber es ist so gewesen, dass ich mal sehr, 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 sehr kurz davor gewesen bin, dass das aber dann tatsächlich von einer der beiden Damen so ein bisschen abgebrochen worden ist, weil sie damit nicht ganz klar kam und das war ein bisschen zu überfordern und so weiter und so fort. Muss ich jetzt auch nicht in die Details gehen. Hätte ich safe Bock drauf, aber habe ich noch nicht gehabt. Wie gesagt, es war zweimal kurz davor. Na, einmal kurz davor, beim anderen Mal so war es als Gespräch mit zwei Frauen tatsächlich. Aber why not? So maybe passiert das irgendwann mal. Keine Ahnung. Aber das ist auch so eine Sache, sowas plant man ja nicht mal. Sowas plant man ja nicht mal eben und so. Klar kann man darüber sprechen und so weiter und so fort. Und nein, es sind nicht Antonia und Anne gewesen. Komm, klar, Chat. Ich brauche auch keine Apps dafür. Mir geht es sehr gut. Aber ja, alles entspannt. Hast du dieses Jahr schon mit einer Streamerin geschlafen? Ja. 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 Geheimer Fetisch. Geheimer Fetisch, Digga. Geheim? Also ich glaube, ich habe keinen Geheimfetisch. Ich finde es ganz nice, wenn man eine Frau ein bisschen dominiert, aber auch mal eine Frau zurückdominiert, I guess. So, das ist so einfach interessant. So, wisst ihr, so ein bisschen machtspielmäßig so. Das finde ich ganz interessant. Was denn für Weird Champ? Wieso kriege ich dafür einen Weird Champ reingedrückt, Digga? Und ein geheimer Fetisch von mir ist auf jeden Fall der von Kevin. Es ist eine Salami-Party, jeder hat einen Kopf. Mit wem hattest du zuletzt? Mit einer Person aus Köln, die ich kenne. Ja, genau. Mit einer Bekannten. Nicht Dena. Es ist nicht Dena und es ist nicht Obama-Chat. Hat Mo schon mal was mit deiner Ex Jody gehabt? Nicht, dass ich wüsste, Chat. Aber ich glaube auch nicht, dass die mir was verheimlichen, weil die sind einfach sehr, sehr gute Freunde. Also ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass das noch nicht passiert ist. Das sind einfach sehr gute Freunde. Ihr müsst verstehen, das ist auch so eine Sache. Ihr müsst einfach checken, dass es einfach eine sehr gute Freundschaft zwischen Mann und Frau auch in der Öffentlichkeit geben kann, ohne dass da tatsächlich irgendwas Sexuelles oder Gefühle im Spiel sein müssen. Das funktioniert. Wenn man alt genug ist, dann funktioniert das, Chat. Und das ist bei Jody und Mo das gleiche wie bei mir und Reef. Das ist nicht so, als wären wir, nur weil wir uns irgendwie zusammen gut verstehen und in der Öffentlichkeit zeigen, direkt ein Paar oder hätten miteinander geschlafen. Das ist BS so. Also nein, obviously auch nicht. Beziehung mit einem Mann vorstellbar. Boah, hab ich mit Anni drüber gesprochen? Überhaupt gar nicht. Also no joke, überhaupt gar nicht. Es sei denn, es ist Papa Platte. Weil der gutes Geld hat und richtig, richtig nice eine App hat so. Aber nee, also für mich ist die Vorstellung, einen Mann einfach wirklich romantisch zu küssen, also wirklich auf einer romantischen Ebene jemanden zu küssen, einen Mann, für mich sehr, sehr, sehr abstrus. Nee, nicht abstrus, aber sehr, sehr abstrakt. Also ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, dass ich da irgendwas bei empfinde. So, wisst ihr, was ich meine? Ich habe obviously schon super oft einen Guy irgendwie auf den Mund geküsst. So, keine Ahnung, Tobi, meinen besten Freund, auch mal Dave oder jetzt gerade Maxify. So super funny, hihihaha Jokes. Und ich bin auch überhaupt nicht da irgendwie verschlossen oder sowas. Aber ich kann es mir gerade absolut nicht vorstellen. Eine Beziehung mit einem Mann zu führen. Nö, also wirklich nicht. An der Stelle auch nochmal hier eine ganz, ganz wichtige Aussage. Ist gerade Pride Month. Bitte bleibt bei diesen Geschichten korrekt. No Homo und sowas will ich gar nicht im Chat lesen. Give your bros a good night kiss. Wir sind alle offen. Es ist 2021. Bitte setzt euch für sexuelle Gleichberechtigung ein. Dankeschön. Meinung zu Intimfrisuren. Glatze zählt nicht. Das sind halt Haare, Digga. Also no joke. Was soll's? Es sind Haare. Finde ich nicht schlimm. Finde ich sogar manchmal vielleicht sogar gar nicht bad. So eher sogar maybe ansprechend. Alright, Chat. Ich liebe euch alle. Bleibt respektvoll. Ich küsse eure Augen. Alhamdulillah, meine Freunde. Wir sehen uns bei Zeiten wieder. Macht's gut. Kuss. Haut rein. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ich liebe euch. Küsschen. Oh, it's gone.